Flyer-T-Serie hat schon seit einigen Jahren einen ausgezeichneten Ruf und das auch mit allem Recht. Denn die Räder sind ein geradezu typisches Schweizer Qualitätsprodukt. Erste Güte bis ins letzte Detail. Jeder Händler, der Flyer Elektroräder in seinem Geschäft anbietet, wird im Grunde schnell feststellen, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Denn die Modellpalette der Schweizer deckt praktisch so ziemlich alle denkbaren Nutzungsszenarien für Fahrräder ab. Und dabei wird mit schöner Schweizer Gründlichkeit eben nicht bei der Ausstattung gespart. Im Gegenteil. So ziemlich alles, was sich als neue sinnvolle Innovation anbietet, kommt bei den Schweizern zum Einsatz. An unserem Testbike, dem Flyer T8 Di2, ist die große Neuheit die elektrische Shimano Nexus Di2 8-fach Schaltnabe. Hier nimmt beim Schaltvorgang der Motor kurz die Leistung zurück und schont so die Schaltnabe. Begeisternde technische Feinheiten, wie man sie noch nicht alle Tage an E-Bikes sieht. Doch damit nicht genug. Verfügt das Testbike auch über einen höhenverstellbaren und drehbaren Speedlifter bei Schulz Vorbau sowie einen 15 Amperestunden Akku, der relativ hohe Reichweiten garantiert. Hinzu kommen hydraulische Felgenbremsen von Magura und eine gefederte Sattelstütze. Das Bike strotzt nur so vor allerfeinster Ausrüstung, die der Fahrradmarkt zu bieten hat. Und mit dem 15 Amperestunden Akku sind auch relativ hohe Reichweiten garantiert. Allerdings erklären die vielen außerordentlichen Tech-Preziosen am T-Serien-Flyer auch das doch relativ hohe Gesamtgewicht des Bikes. Das macht sich während der Fahrt aber nicht, sondern allenfalls beim Schieben über Randsteine bemerkbar. Zudem ist eine hohe Gesamtbelastung von 150 Kilo veranschlagt. Der Akku ist sehr leicht entnehmbar, Speichenschloss und Akku sind schlüsselgleich. Kleines Minus: schlechte Beschriftung der Bedienelemente. Fazit: eine Legende übertrifft sich selbst, mehr Technik geht derzeit kaum.